Ah, shit, here we go again. Willkommen zurück zu Crash Bandicoot 4, It's About Time. Heute im 69. Part, jawohl. Alle Redditor lachen sich jetzt wieder hier ins Fäustchen. Ja, und wir befinden uns jetzt in Blinde Passagiere und das geht auch wunderbar schnell. Und ja, das ist tatsächlich ein sehr glücklicher Zufall gewesen hier. Im Invertiert-Modus habe ich nämlich tatsächlich auch einfach nochmal einen wahnsinnig perfekten Run hingelegt. Was halt gar nicht nötig war, weil ich habe den wahnsinnig perfekten Run halt schon hinter mir. Hatte den aber, glaube ich, nicht aufgenommen. Oder halt nur über das PlayStation-Gedöns. Ich weiß es nicht genau. Aber ja, das war halt sehr praktisch, dass ich jetzt einfach nicht gestorben bin. Währenddessen, dann konnte ich euch doch noch beides gleichzeitig einfach zeigen. Ich habe somit einfach hier zweimal das perfekte Relikt geholt. Das war auch irgendwie ganz toll. Ja, also ich muss wirklich sagen, Blinde Passagiere, wenn man halt einmal das Level kennt, ich würde fast sagen, es ist nach der ersten Insel das einfachste perfekte Relikt, was man machen kann. Ganz ehrlich. Es gibt so wenig Gefahren, die hier wirklich kritisch sind. Die halt wirklich gefährlich sind. Also, ganz ehrlich, in dieser Bereich, der jetzt kommt, mit diesen Plattformen, die halt hin und her fahren, das ist zugegeben so die einzige Sache, die einen wirklich umbringen kann. Wo ich halt einfach sagen muss, ja, es ist Übung. Beziehungsweise, es ist Wissen. Man muss es eigentlich nur wissen. Hier habe ich sogar mehr oder weniger verkackt, weil ich nicht schnell genug durchgerannt bin. Deswegen musste ich jetzt nur ein bisschen abwarten, bis die Plattform wieder zurückfahren. Und es dauert tatsächlich ziemlich lange, dass ich mich doch sogar gefragt habe, sind die Plattformen jetzt hier anders? Weil ich weiß eigentlich, dass sie zurückfahren. Hier kann man sogar einfach, geduckt bleiben. Man muss da gar nicht in einem durch. Habe ich jetzt auch durch den Dennis gesehen. Also, ey, es ist eigentlich wirklich ganz gediegen. Und kein Vergleich zum Beispiel zu Versandfehlern. Dazu kommen wir heute noch. Und ja, wir werden heute auch noch ein letztes Mal Crash-Landung sehen. Ich habe auch die ganze Zeit fälschlicherweise Crash-Landing gesagt. Ich dachte echt, das hieß so im Englischen. Das heißt einfach Crash-Landed. Ich wusste das nicht. Verdammt. Ja, Crash-Landed. Nicht Landing heißt es jedenfalls im Englischen. Wie auch immer, Crash-Landung im Deutschen. Und ja, hier oben sind wir auch schon fast bei der lustigen Passage. Wobei, nee, wir sind jetzt erstmal... Das ist der Bonus-Gedöns-Bereich da, ne? Genau. Das ist auch nochmal ein bisschen kritisch, wenn man jetzt keine Maske mehr hat. Ich glaube, ich habe keine Maske mehr. Du hast noch Arcano. Hier diese TNT-Kiste. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das zugegeben kann einen töten. Aber wie gesagt, es ist also auf jeden Fall mal hier in dieser Welt das Einfachste. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, in den letzten 3, 4 Welten, vielleicht wirklich seit der ersten Welt, ist es einfach das Einfachste, perfekte Relikt. Man ist hier wirklich kaum Gefahren ausgesetzt, die wirklich, auf die man richtig gut aufpassen muss. Ich glaube, den Bonus habe ich trotzdem geschnitten. Kann das? Na, ich glaube schon. Ich glaube, da hatte ich 2, 3 Versuche. Oder 1, 2 Versuche, aber der Bonus dauert halt ziemlich lange, wenn man hin und her muss. Das ist nämlich auch so eine Sache, muss man wissen, ne? Direkt hier raufspringen muss man nämlich. Hier passiert eigentlich gleich was Ähnliches. Da muss man ja direkt hier auf die Kiste. Oder man geht direkt danach da oben. Ja, stimmt. Das geht auch. Habe ich auch schon wieder vergessen. Das ist einfach ein Bonus. Muss man auswendig lernen. Vor allem muss man wissen, dass man definitiv erst alle Nitrokisten aktivieren muss und dann den Schalter drücken kann. Und hier, das ist auch ziemlich fies, die Stelle. Ich weiß nicht, ob die einfacher geht, aber das ist immer so eine 50-50-Chance und Sache bei mir. Und hier habe ich jetzt auch tatsächlich alle Wumperbeeren gesammelt. Weil ich glaube, bei bloß sich abheben war es eine kritische Sache. Und gleich bei Versandfehler werden wir auch noch sehen, ich habe tatsächlich nicht alle Wumperbeeren bekommen, die ich benötigt hätte. Generell habe ich bei Versandfehler sehr, sehr viel geschnitten, weil das Material vom Inverted-Modus einfach 22 Minuten lang ging, oder 24 sogar. Und da waren einfach so viele Tode bei, und gerade dieser Cortex-Bereich dauert so lange, wenn man das stirbt. Das müssen wir uns echt nicht 50 Mal anschauen. Und tatsächlich muss ich auch bei Crash-Landung oft schneiden, was aber auch daran lag, kann ich schon mal nochmal vorweggreifen. Ich habe den Inverted-Modus in Crash-Landung vor dem letzten Part quasi gemacht. Also im Rohmaterial, das waren so, keine Ahnung, 2 Stunden 30 ungefähr. Jetzt sind wir in diesem Bereich hier. 2 Stunden 30 waren es ungefähr an Rohmaterial, und die erste halbe Stunde oder sowas war dann eben Crash-Landung im Invertiert-Modus. Und danach kam eben dann, ja, der letzte Part quasi. Und ja,
Wollte ich noch auf irgendwas hinaus? Ich wollte euch, glaube ich, nur mitteilen, dass das so die Reihenfolge ist. Dass es jetzt hier, dass ich es jetzt quasi andersrum geschnitten habe. Weil ich es auch eigentlich, ich hatte es ein bisschen vergessen, muss ich sagen. Als ich gesagt habe, so, ja, hier Live-Part und sowas machen wir jetzt dann als nächstes. Ich habe es so ein bisschen vergessen, dass ich den Inverted-Modus noch zeigen sollte. Naja, ist jetzt auch nicht wahnsinnig spektakulär. Aber vor allem, weil ich öfter gesagt habe, von wegen, ja, ich finde es bei Crash-Landung vielleicht sogar einfacher, das Relikt da zu holen. Weil es einfach so ein knalliges Level ist und im Inverted-Modus sieht es halt alles so entsättigt aus. Das will ich natürlich schon noch zeigen dann. So, und jetzt kann man gleich, glaube ich, hier war doch, glaube ich, gleich der... Hier war der Edelstein einfach, ja. Hier war der Edelstein recht einfach. Es war so richtig Twin Sanity-like, wie im Klassenzimmer-Chaos. Ja, und diese Stelle kommt mir noch sehr bekannt vor, denn ich habe hier denselben Fehler wie der Dennis gemacht und bin hier einfach ein bisschen zu früh in den zweiten Sprung gegangen und habe da das Flashback-Tape, als ich das versuchen wollte zu holen, einfach verkackt. Beziehungsweise ich habe das Band, glaube ich, wirklich verkackt. Ich habe das Band verkackt und habe meinen Run verkackt. Hat im Endeffekt aber darin resultiert, dass ich dann eben das Tape geholt habe und gleichzeitig aber auch dann eben diesen perfekten Run hingelegt hatte. Was ganz nice war. Deswegen im Zuge des Videobandes hier habe ich dann auch einfach gesagt, okay, komm, mach's auch den Bonus, hol's alle Kisten und so. Und deswegen hatte ich das perfekte Relikt halt schon. Ja, aber ich habe es einfach nochmal bekommen, obwohl ich es gar nicht drauf angelegt habe. So, also, stellt euch auf jeden Fall darauf ein, dass ihr eine Menge Schnitte sehen werdet. Crash-Landung. Und zwar sehr noobige Versuche. Also das war wirklich der erste Versuch wieder, seit ich angefangen habe, ja, in Bermudas Orbit wieder zu spielen, um perfekte Relikte zu holen, um die invertiert Edelsteine zu holen. Danach habe ich, wie ich es schon mal durchscheinen gelassen habe, dann eben noch die drei Todesedelsteine geholt, sowohl im normalen als auch im invertiert Modus, wo ich mich dann so ein bisschen schon mal auf das Relikt eingestellt habe, das wahnsinnig perfekte. Und dann hatte ich eben nochmal einen so einen Übungsrun. Das ist der, den wir am Anfang des letzten Parts gesehen haben. Schon mit Live-Commentary und so. Das war aber ja auch schon zusammengeschnitten. Ja, und das ist jetzt also ein sehr unbeholfener Versuch. Das ist quasi so das zweite Mal, glaube ich, dass ich das Level dann quasi betreten habe. Überhaupt, nach dem ersten Mal im Let's Play selber. Also, naja, ich habe es zwar dann schon häufig gesehen in Streams, in Videos zwischendurch, aber... Naja, ich wusste halt, wie das Level aufgebaut ist, wo die Kisten und so sind und so, aber... Also die wirklichen, die spielerischen Kniffe, wie man da so vorgehen muss teilweise, die hatte ich halt dann nicht mehr drauf. Oder noch nicht, kann man auch sagen. Ja, der Edelstein war im Invertiert-Modus ziemlich leicht. Der war im Edelsteinbereich und war, glaube ich, nicht zu übersehen, wenn man weiß, wo alle Kisten sind. Also das ist schon mal eine sehr gute Sache gewesen. Wie gesagt, bei Versandfehler, das ist das Letzte, was wir jetzt in diesem Video sehen werden. Also sowohl halt das Level Versandfehler im invertierten Modus, als auch dann den versteckten Edelstein dort. Das ist das allerletzte, was wir sehen werden hier. Ganz ehrlich, wäre ich, glaube ich, niemals drauf gekommen und ist auch vor allem blöd zu erreichen irgendwie. Vielleicht hat mich dabei die Perspektive auch einfach nur richtig verarscht und getäuscht. Weil ich da irgendwie ein bisschen zu spät gesprungen bin. Aber das sehen wir noch am Ende. Jedenfalls sollten wir dann im nächsten Part nur noch einmal dieses Höllenlevel, was wir gleich noch sehen, dann wahnsinnig perfekt sehen. Und ich schätze mal, wir kriegen dann aber auch schon... Ah nee, das ist ja gar nicht der nächste Part. Jetzt muss ich mal überlegen, wie ich das schneide. Nee, ich glaube, Versandfehler muss ich nach hinten schieben. Das perfekte Relikt. Weil das sonst alles gar nicht aufgeht. Oder ich ziehe die perfekten Relikte vor. Lasst euch überraschen. Ich schätze aber mal, dass ich Versandfehler noch ein bisschen hinauszögern werde, was auch eigentlich passt. Weil dann kann ich euch das so ungefähr zeigen, wie ich das auch gespielt habe. Versandfehler habe ich nämlich wirklich lange vor mir hergeschoben und hatte keinen Bock drauf. Vorher müsste nämlich wirklich noch die Aufnahme mit Rick passiert sein, die ihr dann ab dem nächsten Part sehen würdet. Wo wir dann also zusammen die nächste Welt, die Snacks-Dimension, auf invertiert durchspielen, aber eben keine perfekten Relikte. Invertiert dauert da halt schon sehr lange und ja, es war schlimm genug. Die perfekten Relikte sind sogar in gewisser Weise angenehmer, aber in gewisser Weise eben auch nicht, weil wir spielen ja Cortex, Dingodel und Torna alle nochmal.
Naja. Mehr dazu dann, wenn es soweit ist. Hier habe ich einfach mal schöne Maske verschwendet. Schön. Wie ich mich hier noch umgucke, als wäre hier noch irgendwas. Mittlerweile würde ich einfach so durchrushen. Ich kenne es ja mittlerweile. Ich bin auch mal echt sehr gespannt, wie mein finales Fazit so ausfällt. Weil ich habe ja schon recht früh gesagt, so ja, das ist mein Lieblings-Crash. Aber ich glaube, da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen differenzieren, weil es wird nicht mein Lieblings-Crash sein in Bezug auf Wiederspielwert. Wenn man die Level kennt, kann ich mir aber gut vorstellen, ja, da war ich auch noch richtig blöd und habe einfach die Kisten direkt am Anfang zerstört, obwohl ich ja mal zurück muss. Was nicht weiter schlimm ist, wenn man die alle rechtzeitig, also nicht alle rechtzeitig, alle gleichzeitig zerstört, dann ja, spucken die ja doch zur selben Zeit Feuer und dann kann man da halt, wenn alle deaktiviert sind, ganz gut durchkommen, wie ich es jetzt hier bewiesen habe. Aber na gut. So, hier ist der Edelstein nicht, aber direkt einen Meter weiter. Wie gesagt, wenn man weiß, wo alle Kisten sind, denn hier vorne befinden sich ein paar Kisten und der Edelstein. Gott, ich habe das jetzt irgendwie auf, keine Ahnung, 360p gerendert oder irgendwie sowas. Sonst habe ich das immer ein bisschen krasser gerendert und oh, das sieht richtig schlecht aus gerade bei mir. Aber es ist sehr speicherplatzfreundlich. Und wahrscheinlich auch die Renderzeit ist noch minimal niedriger. Ja, zu dem Level gibt es eigentlich gar nicht mehr krass viel zu sagen. Ich habe ja schon einfach 55 Minuten damit zugebracht. Deswegen, wie gesagt, gibt eigentlich nicht mehr großartig was zu berichten, was ich nicht schon längst getan hätte. Deswegen, ja. Es ist immer noch... Ja, genau. Darauf wollte ich ja hinaus, so von wegen Spielbarkeit, Wiederspielwert und so. Ja, es macht auf jeden Fall Bock, wenn man weiß, wo alles ist. Hier zum Beispiel in dem Level, bestes Beispiel, macht richtig Bock, dann hier nochmal durchzurasen. Vielleicht nicht unbedingt mit dem Versuch halt, während man alle Kisten sammelt, nicht zu sterben, aber natürlich versucht man es, aber wenn man es nicht schafft, ist es ja dann nicht schlimm. Aber wenn man wirklich versucht, das perfekte Relikt zu holen, ist es vielleicht nochmal ein bisschen nerviger. Aber an sich so alle Kisten zum Beispiel zu holen, so richtig Crash-klassische Sachen einfach zu machen, finde ich tatsächlich doch ziemlich cool, wenn man die Level dann eben kennt. Das ist ja eigentlich so ein generelles Crash-Phänomen. Man muss die Level einfach kennen, man muss die Kniffe kennen. Code Hard Crash, bestes Beispiel aus alten Teilen. Und dann machen die Level auch richtig Bock und sind schnell machbar. Wenngleich man natürlich sagen muss, die Level in den originalen drei Teilen sind natürlich trotzdem deutlich schneller gemacht, weil sie einfach deutlich kürzer sind. Das hat der Dennis hier zum Beispiel gesagt, dass er es besser gefunden hätte, wenn er von, ja, halt schon den gleichen Umfang quasi bekommt, aber eben anders aufgeteilt. Statt diesen 38 Leveln, die es jetzt gibt, halt das Doppelte. Dafür dann eben die Level nur, ja, quasi die Level wirklich in der Mitte teilen und dann als zwei separate Level verkaufen. Ich weiß nicht, was ich davon halte. Wirklich nicht, weil zum einen... Es würde dem Spiel sicherlich gut tun, aber ich glaube, darin besteht gerade auch eben diese Challenge, dass die Level so lange sind, dass man das eben, dass man so viele Stellen wissen muss. Das macht es sehr frustrierend auf jeden Fall. Ich würde auch dazu tendieren, dass es besser gewesen wäre, aber naja, man weiß halt schon aus Crash Team Racing Nitro Fueled, dass Toys for Bob und Binox, die da ja zusammen dran gearbeitet haben, durchaus. Wobei Binox ja, glaube ich, nur die Flashback-Level gemacht hat. Naja, das da auf jeden Fall neuerdings schon eine sehr hohe Schwierigkeit einfach direkt reingebuttert wird und auch durchaus nachgefragt wird von den Hardcore-Fans. Insofern ist es nicht ungewöhnlich. Und das kann man sicherlich sagen, dass das so krass schwer ist. An vielen Stellen. Naja, die Platin-Relikte habe ich auch noch vor mir. Die Zeitrelikte. Da bin ich ja noch lange nicht am Ende. Mal schauen, wie krass es noch wird. Den Tod hätte ich auch noch rausschneiden können. Cool. Gar nicht mitbekommen, weil es war jetzt auch nicht so schlimm. Zumal man das da ja auch wirklich nicht machen muss, weil wird halt mit Nitro sowieso zerstört. Das habe ich dann jetzt erst quasi ja, festgestellt. Und hier war ich auch noch sehr unbeholfen. Ja, ja. Schön, schön. Ja, aber ansonsten
muss ich halt trotzdem sagen, auch wenn es sehr viel Spaß macht, hier so durchzulaufen, hat es halt nicht diesen krassen Wiederspielwert von mindestens mal Teil 2 und 3 und auch Zorn aus Cortex und auch Twin Sanity. Teil 1 hat auch auf jeden Fall einen krassen Wiederspielwert. Für mich persönlich niedrigeren als die anderen erwähnten Teile. Aber auch, muss man ehrlicherweise sagen, einen deutlich krasseren als den hier. Das ist für mich schon wieder eher so ein, wirklich so ein einmaliges Abenteuer, diese 106% zu machen. Ich weiß, Leute wie der Tobi zum Beispiel, die haben jetzt einfach schon zweimal 106% geholt. Und, naja, ich kann irgendwie nicht glauben, dass ich zumindest in absehbarer Zeit hier nochmal 106% holen werde. Weil halt schon verdammt viel einfach dranhängt. Also zumindest nicht irgendwie in Streams auf YouTube oder sowas. Privat bezweifle ich auch eher. Aber so einzelne Challenges sicherlich. Ich kann ja auch mal eine Rekorde auf der in den Relikten halt irgendwie aufstellen. So, ne? Gibt es ja eine Bestenliste, wie auch schon bei der Insane Trilogy, wo man halt seine Zeiten vergleichen kann in der Zeit-Challenge. Also für sowas ist das sicherlich noch gut. Fürs Aftergame. Also after 106% meine ich damit. Weil im Endeffekt befinden wir uns ja auch im Aftergame, seit wir die Story beendet haben. Aber jetzt wirklich so diesen, ja, diesen Willen, dass ich da jetzt wirklich sage, okay, wir fangen jetzt nochmal bei 0% an und spielen einfach das komplette Spiel nochmal auf 106%. Spüre ich aktuell noch nicht, dass das irgendwann nochmal kommen könnte. Und das ist halt bei allen anderen Teilen ganz anders, eben weil das Spiel einfach viel zu umfangreich dafür ist. Und das sehe ich auf jeden Fall, wenn man sagt, ja, das ist eigentlich ein bisschen schade, weil das hat Crash ausgemacht. Hier war ich auch noch sehr unbeholfen, was das anging. Eben auch durch Alinas Streams, weil sie das da auch so komisch versucht hat und ich nicht wusste, dass es so geht. Das war übrigens ein Schnitt, ne? Nicht, dass er denkt, ich bin direkt wieder gespawnt. Nein, ich habe erstmal wieder 3 Minuten Weg hinter mich bringen müssen. Naja, es geht auf jeden Fall einfach von unten dran zu springen und das ist schon eine krasse Erleichterung, als wenn man da die Kisten wegdrehen muss oder sowas. Mittlerweile hatte ich auch schon 10 Tode. Da kommen jetzt noch eine Menge dazu hier in dem Reitbereich. Ich glaube, der zweite, denn der erste hat mich, glaube ich, am längsten gedauert. Am meisten Fehlversuche gekostet. Das war jetzt der 11. Tod und gleich sehen wir wahrscheinlich eine 20 oder sowas. Eine 17 erstmal. Also schon mal 6 weitere Versuche, wo ich im ersten Bereich nicht durchgekommen bin. Aber der zweite Bereich, na gut. Der ging wahrscheinlich auch nicht so mega gut, weil da sind halt diese blöden 4 Kisten, die man da richtig schön in einem Rutsch holen muss. Naja. Also ja, ich würde schon sagen, dass die älteren Teile, da hat man deutlich, deutlich mehr Motivation, die nochmal zu zocken, auch nochmal schnell im Stream durchzuzocken oder halt nochmal ein weiteres Let's Play starten oder irgendwas. Aber bei dem Spiel sehe ich das halt irgendwie gar nicht. Und ich finde das an sich okay. Ich finde es an sich okay, wenn man sagt so, ja gut, das ist halt jetzt ein neues Spiel und da sollen die Leute natürlich auch lange dran hängen. Und ich finde, man sieht schon, dass es eher darauf ausgelegt ist halt wirklich, dass es so eine eher einmalige Sache ist, alles zu holen, dass man sich vielleicht dann nochmal so hinsetzt und sagt so, ja komm, dann spiele ich jetzt noch einmal so die Story durch, so schön gemütlich für mich so. Aber dass man nicht sagt so, ja, ich hole jetzt nochmal die 106%, das sehe ich in dem Spiel gar nicht. So ähnlich ergeht es mir übrigens auch bei Super Mario 3D World, was ich ja letztens ja abgebrochen habe und nicht auf 100 maximale irgendwas Prozent geholt habe, weil es mir zu schwer wurde. Aber das ist halt auch sehr umfangreich, wenn ich das so sehe. Das hätte ich, selbst wenn ich das jetzt mal beendet hätte, vielleicht beende ich es auch nochmal irgendwann, würde ich wahrscheinlich nie wieder auf so eine maximale Anzahl spielen. Ich überlege gerade, was sind denn noch so Sachen? Na gut, CTR, Nitro Fueled, ja gut, ich werde nicht meinen Spielstand löschen und nochmal alle Skins holen. Auf keinen Fall. Aber da gab es in der letzten Zeit noch irgendwas, wo ich so gesagt hätte, so, ne, das werde ich nie wieder auf 100% spielen. Spontan fällt mir gerade nicht ein, was es war. Aber gefühlt so diese Sachen, die jetzt so neu rauskommen, sind eher sowas. Dass ich so sage, so, ne, das würde ich jetzt so nicht nochmal so krass durchziehen. Naja. Ja gut, böse Nachbarn kann man vielleicht anführen. Zumindest in der Remaster-Version, aber das ist eigentlich jetzt nicht das, worauf ich so hinaus wollte. So, 27 Tode hatte ich jetzt hier. Und wir haben auch endlich dieses Level mal invertiert hier hinter uns. Und wie sieht es sonst so aus hier mit den Sachen?
Ja, nur der Nicht-Sterben-Edelstein hat gefehlt. Den habe ich dann, wie gesagt, noch nachgeholt. Ja, und jetzt sind wir bei einem absoluten Hass-Level mittlerweile. Also ich glaube, es gibt kein Level, was ich bisher einfach schlimmer fand. Bisher meint übrigens, mit dem, was ich bisher geholt habe, was alles, außer jetzt die Zeitrelikte ist und bis auf das, was potenziell nämlich noch das Schlimmste werden kann. Mir fehlt jetzt nämlich nur noch ein wahnsinnig perfektes Relikt und auch noch ein Level, wo eben die Edelsteine fehlen. Das ist das gleiche Level, nämlich die toxischen Tunnel. Die möchte ich dann wahrscheinlich mal im Stream machen. Und ja, die fehlen eben noch und vor denen habe ich auch richtig Schiss, weil, ey, ich glaube, die werden nochmal richtig arschig. Aber mindestens mal von den Cortex-Leveln fand ich das hier am allerschlimmsten, weil es einfach die Hölle ist, hier nicht zu sterben. Es ist nicht mal, dass es so schwierig ist, sondern es ist einfach die Geduld zu behalten. Eine Sache, die auf jeden Fall schwierig ist, ist das, was gleich kommt. Da muss man einfach wissen, was man macht und muss das vor allem gut machen. So, das sind jetzt hier die Kisten 48, 49. Das wird wohl gepasst haben. Spoiler, hier habe ich auch tatsächlich nicht alle Bumperbeeren bekommen können. Der Edelstein, der letzte, blieb mir verwehrt und das ganz knapp. Ja, zwei Tode hatten wir jetzt und wie viel habe ich gleich, wenn ich hier... Nee, ich bin offenbar hier dann beim nächsten Mal durchgekommen, immerhin. Beim nächsten Checkpoint, da habe ich aber einige Tode hinnehmen müssen. Und das ist eigentlich das Belastendste. Also das hier ist, wenn man wahnsinnig perfekt durchkommen will, auf jeden Fall die kniffligste Stelle im Cortex-Bereich, würde ich sagen. Dass wir diese beiden Kisten bekommen und überhaupt lebend durchkommen. Durch diesen Bereich hier. Und der Rest danach ist halt wirklich Geduld. Sehr viel Geduld. Ich habe ja auch gesagt, der Run war einfach irgendwie 22 oder 24 Minuten lang. Und den habe ich jetzt auf, keine Ahnung, 10 oder so runtergekürzt. Weil man einfach sehr viel Geduld braucht. Wenn man dann stirbt, wird man nämlich ungeduldig. Dann stirbt man noch häufiger. Es ist einfach schrecklich. Selbst wenn man es kennt, ist es einfach nur ultra nervig. Ja, und das hier ist jetzt der Checkpoint, wo ich gleich auf jeden Fall zweistellig sein werde. Seht ihr schon? 11 Tode habe ich jetzt. Gerade hatte ich 2. Ich bin hier also einfach 9-mal gestorben. Ja. Und der Bereich dauert elendig lange. Und der Typ spratzelt auch manchmal ein bisschen weiter, manchmal nicht so weit. Es ist wirklich eine Fummelarbeit. Oder man macht natürlich die Plattform darunter. Die zweite gelatisierte einfach ein bisschen höher. Ach, es... Ich kann es nicht oft genug sagen, es ist einfach nur ultra nervig. Ich bin einfach nur froh, dass ich diesen Bereich zumindest nicht mehr wahnsinnig perfekt hinkriegen muss. Wenn dann, muss ich das jetzt halt noch nur noch auf Zeit durchkriegen. Aber das heißt, wenn dann, natürlich muss ich das noch auf Zeit durchkriegen. Was aber wahrscheinlich nicht besser wird, weil, ja, da ist man dann wirklich gezwungen zu hetzen. Weil hier konnte ich mir halt wenigstens selber die Schuld geben, wenn ich sage so, ja, jetzt bin ich ungeduldig, jetzt mache ich halt wieder irgendeinen Dreck. Aber es wird einfach notwendig sein, dass ich sowas hier schnell hinkriege. Und mir da einen Plan zurechtzulegen, das wird dauern. Das wird wirklich dauern. Das kann nochmal richtig schlimm werden. Und generell so diese Cortex-Level stelle ich mir ziemlich kacke vor. Die traurige Sache ist halt auch, selbst wenn man durch den Cortex-Bereich durch ist und selbst wenn man den dann geschafft hat, ohne zu sterben, das hat wahrscheinlich dann schon so 6-7 Minuten gedauert. Der Crash-Koko-Bereich ist auf jeden Fall schneller machbar. Der ist nicht ungefährlich. Der ist absolut nicht ungefährlich, weil da hat man noch diese Hoch-Runter-Scheiße und Gedöns. Man muss ja nochmal sich vor Augen halten, das ist jetzt hier die Variation von bloß nicht abheben. Haben wir im vorletzten Part dann wahrscheinlich mal gesehen. Und das ist nicht so schön, diesen Bereich da am Ende durchzuspielen. Das war einfach nur komplett lost. Aber egal. Ich hatte hier offenbar nur eine Maske und vor allem scheint hier durchgekommen zu sein, sonst würden wir den Versuch jetzt nicht sehen. Aber allein wie lange ich jetzt hier schon wieder in diesem Bereich hänge, ne? Das ist einfach schrecklich. Es ist schrecklich. So, da bin ich jetzt einfach über den gesprungen, weil ich echt keinen Nerv mehr hatte, den irgendwie zu erledigen. Ich habe es trotzdem noch getan. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum. Im Endeffekt habe ich glaube wahrscheinlich trotzdem die Pfeilkiste genutzt. Oder? Nee, tatsächlich nicht. Was mache ich da? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich da gerade mache.
Ich wollte da unbedingt... Ne, ich habe keine Ahnung. Auch wieder eine komplette Lost-Aktion. Na gut. Der Bereich jetzt ist eigentlich einfach. Da geht es jetzt einfach nur noch nach links. Kann man fast nicht verkacken, würde ich sagen. Und dann gibt es eben auch schon den letzten Bereich mit Crash und Coke. Also was heißt den letzten Bereich? Die zweite Hälfte des Levels. Sollte man eher so formulieren. Ich finde es auch toll, dass er einfach durch diese Stahleisenplattform durchschießen kann. Wie auch immer, was auch immer das ist. Sehr logisch. Blockifizierung. So, und jetzt fehlen ja nur noch 100, wie viele Kisten? 160. Ist ja ein Katzensprung, du. Ja, ihr habt auch gesehen, ich bin noch ein paar Mal verreckt, deswegen ein kleiner Schnitt. Und das habe ich hier auch überhaupt nicht rausgehabt, dass ich mich eben nicht drehen darf. Das habe ich, glaube ich, auch schon gesagt und bloß nicht abheben. Ich habe es hier mal wieder verkackt. Skandalös. Ach, also wirklich, also das... Ich würde es tatsächlich als mein Hasslevel bisher bezeichnen. Das ist einfach die Hölle. Weil man kann sich einfach... Man kann nicht mal froh sein, wenn man den Cortex-Bereich geschafft hat. Der Crash- und Coco-Bereich ist genauso scheiße. Das hier geht alles einigermaßen klar, aber wenn es dann gleich zum richtigen Finale kommt, dann kann man halt alles verkacken. Und selbst wenn man durch dieses Finale durch ist, hat man noch die letzte Stange, bei der man auch nochmal richtig abkacken kann. Und ich glaube, das ist mir auch einmal passiert. Und das ist dann richtig, bitte. Also dieses ganze Level ist einfach nur Schmutz. Der pure Schmutz. Ich glaube, es wird auch eine richtig beschissene Zeit-Challenge. Und es gibt auch verdammt viele von diesen Rails. 3 Stück. Ich denke immer so, ja, das ist jetzt die letzte, das ist die letzte. Aber irgendwie ist sie das nie. Das habe ich tatsächlich noch geschafft hier. Richtig cool. Das war voll stylisch. Ah, ja, die Gegner, die einfach keinen Sinn ergeben. Die einfach durchdrehen. Jetzt noch einen schönen Bonus machen. Ich habe keine Ahnung, was das überhaupt für ein Bonus war. Ach so, das war der, wo ich quasi einfach durchrushen kann. Ja gut. Das habe ich hier wohl auch getan. Wenn ich so auf die Uhr gucke, wir haben noch 3 Minuten ungefähr in dem Part. Ja gut, ich muss tatsächlich den letzten Edelstein noch reinschneiden. Aber ich weiß ja, wo er war. Aber ich hatte jetzt tatsächlich keinen Bock noch Ewigkeiten das Material importieren zu lassen, weil das beim Power Director irgendwie immer was dauert. Bei dem Format, was da von Recentral zurückkommt. Und ich wollte lieber jetzt das Pre-Render-Gedöns schon mal... Ich wollte es halt schon mal fertig vorrendern, damit ich das dann kommentieren kann. Und wie gesagt, ich weiß, wo der Edelstein ist, deswegen gar kein Ding. So, jetzt muss ich, glaube ich, nur noch die Nitro-Dinger da unten, ne? Genau. Muss man halt auch wieder wissen. Also eine richtig blöde Sache. Und dann kann man hier einfach ganz easy oben alles zerstören. Und dass ich hier so viele Kisten ausgelassen habe, war im Endeffekt mein Todesstoß für den Bumperwehren-Edelstein. Sodass ich den ganzen Trotz nochmal machen musste. Mit vielen Kisten. Nicht allen, aber mit vielen Kisten. Wenn einem sowas dann in der perfekten Reliktversuch gedöns passiert, ist auch richtig dumm. Oder sowas. Na, sagen wir so, ich habe den Bereich oft genug gespielt, dass ich genau wusste, was zu tun ist. Hier wusste ich es ganz offenbar noch nicht. So. Ich kann auch schon mal sagen, wir sind noch nicht am versteckten Edelstein vorbei. Der kommt tatsächlich noch. Aber ich glaube, man kann ihn überhaupt nicht sehen im Video. Und das war einfach nur richtig dumm. Okay, hier habe ich auf jeden Fall noch ein paar Möglichkeiten verpasst, Sachen rauszuschneiden. Hätte das Video doch noch ein bisschen kürzer werden können. Aber gut. Dann seht ihr mal die komplette Bandbreite an Scheiße, die einen hier noch erwartet und die einen hier töten kann. Und das ist halt wirklich verdammt, verdammt viel. Vor allem mit diesen Schießheinis, wo man auch immer auf den Rhythmus aufpassen muss. Und auch aufpassen muss, dass sie einen auch wirklich im richtigen Winkel treffen können und alles und bla. Und es ist... Vom Crash- und Coco-Bereich ist es definitiv der beschissenste Bereich. Und im Level aber nur der zweitbeschissenste Bereich. Weil der beschissenste Bereich ist nicht der schwierigste Cortex-Bereich, sondern das ist halt wirklich der Bereich, wo man ewig lange braucht. Gleichzeitig ist es aber der schwierigste Bereich des Spiels wahrscheinlich. Des Levels. Das würde ich sagen. Ich wüsste nicht, was der schwierigste Bereich des Spiels ist. Keine Ahnung. Wahrscheinlich tatsächlich die Polarbereiche. Bei
Na, wie heißt er denn, Mensch? Übertrieben. Und Brückenbau. Brückenbau noch eher. Also ich glaube, Polarbereich in Brückenbau ist tatsächlich so das Schwierigste, was man in diesem Spiel anbieten kann. So. Ich glaube, wir haben ihn gerade übersehen, ne? Ja, doch, wir müssen ihn gerade übersehen haben. Nämlich kurz vor dem Aufzug. Ist er ganz oben. Sehen wir gleich nochmal. Richtig arschig. Keine Ahnung, wie man darauf kommen kann. Ich sehe den überhaupt nicht. Aber gut. So, und achtet drauf. Wir haben nicht den Bumbobären-Edelstein. Allerdings haben wir tatsächlich einfach von 80%, die wir benötigen, 79, natürlich. So. Und jetzt zu dem richtig beschissen assigen Edelstein, wo ich echt nicht glauben kann, wo der überhaupt ist. Ich sehe den perspektivisch nicht. Es macht für mich keinen Sinn, so irgendwie. Der ist einfach doof. Ich mag den nicht. Kann ich persönlich nicht drauf kommen. Naja. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal, wie angekündigt, gibt es dann die Videos mit Rick. Also ab nächste Mal werden einige werden. Und ja, danach sehen wir dann nochmal den Abschluss dieser Welt hier beim Mogulas Orbit. Also bis dahin.